So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. So, hier sind wir wieder in unserer Base. Ich glaube, ich bin einigermaßen, naja, gut versorgt. Nun ist die Frage, wo soll ich mich nachher hinpacken? Ich weiß, wir sollen immer noch unser Dings bauen, wir brauchen Leder dafür. Und ich dachte, hey, für die Steinspitzhacke da Leder jetzt für zu bauen, beziehungsweise die überhaupt anzupinnen, ohne zu wissen, ob ich überhaupt Leder finde. Ja. Das wäre zu früh. Wir könnten uns aber auch einen Anker bauen. Aber ich habe euch gesagt, wir werden in dieser Folge nach verlorenen Schätzen umsehen. Hier sind wir, hier sind auf jeden Fall genügend Steine für Anker. Man sieht sie überall. Die liegen hier einfach überall rum. Gut, das ist eine Seegurke, aber hier... Stein, Stein, Stein. Schön. Lohnt sich ja also doch ein bisschen. So, nun warten wir, bis das Wasser einigermaßen klar ist. Dann bin ich sofort in irgendeine Scheiße geraten. Was ist das denn vorne? Was gleich so fahren? Ach, hier sind gleich kleine Haie am Start. Okay. Die stören uns ja nicht ganz so. Es wäre natürlich praktisch, wenn wir uns einen Anker jetzt hätten. Weil dann könnten wir auch näher mit unserem Fluss zu diesem Bogen ran schwimmen. Und das ist hier auch ein recht großes Boot gleich mal. Okay. Und auch noch so ein Boot, das es keinerlei Sicherheit bietet, ne? Scheißdreck. Ich bilde mir schon ein, ich höre ihn. Komm, lass es verschwinden, das ist so unsicher noch. Oh oh, nicht unsicher, der ist ja schon da. Wow, der war flott, ne, der Hai? Ging auch gerade mal so gut aus. Okay, wir haben ja eine Kleinigkeit. Lass uns einen Anker bauen, denn darüber Anker machen, legen, bumsen und dann wollen wir mal gucken. Aber erstmal schauen wir, was wir hier erfolgreich erobert haben. Ich finde das echt lieblos gemacht, wie diese Pflanzen hier auch in der Luft rumfliegen und so. Ist echt schade so ein bisschen, ne? Hüpp, hüpp. Unser Schatten ist ein absolut... Oh Gott. Kackig? Egal. Hopp. Hui. Oh. Hui. Okay. Das sieht sehr authentisch aus, mein Schatten. Also besser hätten sie es gar nicht machen können. Ich denke auch wirklich, dass ich so aussehe. Guck mal, die Bänder brauchen wir tatsächlich, um so Spitzhacke zu bauen. Und jetzt habe ich mich gerade dafür entschieden, Anker zu bauen. Hm? Ah. So. Lass uns mal gucken. Was brauchen wir denn jetzt für unser Anker. Wir brauchen. Ja. Aha. Was brauchen wir denn dafür? Wieso kann ich da jetzt nicht runter? Achso, weil ich keinen Hammer in der Hand habe. Nur weil ich keinen Hammer in der Hand habe, geht das nicht. Gut, dann machen wir jetzt nochmal Hammer in die Hand. Dann können wir genau anpinnen, was wir brauchen. Hopp. So, Anker. Pinnen wir an. Wir brauchen 4-mal Seil. 6-mal Stein. Und 1-mal Stock. Meinetwegen. So. 6-mal Stein. Wer hat denn gefunden Stein? Hier nicht. Wow, wie viele von diesen Dingen da am Start sind, ey. Unglaublich. Wir hatten gefunden Stein hier. Hier waren doch gerade auch noch 2 Steine, wenn ich mich nicht recht täusche, ne? Ja, hier ist einer. Mob. Nehmen wir mit. Ja, der Haifisch ist heute echt früh wach, ne? Der Tigerhai. Schon echt irre. Kann mich nicht erinnern, dass er schon so früh am Tag schon mal am Start gewesen ist. So. Und das scheint noch ein schönes Wrack zu sein. Bin ich gespannt. Vielleicht mal irgendwann mal eine Speerschleuder bauen. Man hört es doch so ein bisschen vielleicht in der Musik, dass die Gefahr droht. Der Stock, komm, nimm mit. Stock. Komm, nimm mit.
Nimm mit! Stark, nimm mit! Okay, danke! So. Ja, schade, das mit dem zweiten Pipi hat sich wohl nicht bewahrheitet. Was echt ein bisschen traurig ist. Aber war es da schon mit den Steinen? Ich hätte schwören können, hier sind noch mehr. Jetzt haben wir mit so vielen Steinen rumgearzt vorhin. Wir sind Krebs. Wie kann das sein? Ich hätte schwören können, da waren noch mehr Steine. Ich hätte schwören können, dass da einfach mehrere Steine waren. Weil Steine spawnen auch nicht neu, ne? Das ist auch total unwahrscheinlich, dass es hier an so einer felsigen Insel so viel Stein gibt. Sowas hab ich noch nie erlebt. So viel Stein an einer felsigen Insel? Nee. Nee, 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 Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Das wäre unrealistisch. Ich wollte gerade sagen, unser Floß ist weg, ey. Da hätte ich, glaube ich, erstmal geweint. Ja, ja, suchen wir mal weiter. Habe ich da hinten schon den großen Hai gesehen? Ja, guckt euch das an. Und er schwimmt wieder so elegant, ne? Mit seinen eleganten, ja, wie er eben halt so immer schwimmt, ne? Ja. Dieser Spacko. Ich finde das schrecklich, Leute. Ernsthaft, diese Bewegung, diese Dynamik, wie er schwimmt. Es sah am PC alles so viel besser aus. Das sieht einfach nur echt böse albern aus. Och, ist das schrecklich. Ich muss mal bei anderen YouTubern gucken, wie das wohl bei denen aussehen mag. Vor allem der Spot war gerade richtig geil, ne? Wenn er so nah am Land war, hätte ich ihn wunderbar bewerfen können. Aber er haut ja nach ein paar Pfeilen normalerweise immer wieder ab. Also zumindest auf der PC-Version. Nach ein paar Speeren. Ey, ich hätte schwören können, ich hätte hier noch mehr Steine gesehen. Das ist ja wieder eine Insel, die sich ja null lohnt. Wenn man hier nicht so viele Steine findet. Pipi. Ärgerlich. Wie das mal so ist. Hier finden wir keinen Stein. Und das ist auch wirklich super hart und gemein. Wie gerne hätte ich davon ein kleines bisschen mehr. Doch Steine zu finden auf dieser Insel, das ist ganz schön schwer. Hey, das kann nicht sein. Das hieße, dann müssten wir wieder unterwegs sein, nur für Steine. Gut, ist so. Machen wir das. Sind wir halt unterwegs für Steine. Wir brauchen noch Seile. Aha, die können wir doch auch noch schnell herstellen. Ja, lass uns Seile herstellen. Komisch, jetzt sind die Dinger, die wir brauchen dafür für Seile, auch nicht da. 4 Stück, ne? Weißt du was? Wir fahren auf eine andere Insel und da gucken wir nach, wir müssen uns die irgendwie markieren können, ne? Das, oh, warte mal, da war gerade Krokodil. Hahaha. Stein. Stein. Warum sagt der Hüb? Hm.
Passe mal auf, wir machen das so. Öffnen. Und. Nimm mit! Hä, nimmt er die jetzt nicht mit? Was soll das? Seit wann macht er das denn nicht mehr? So. Und. Wir gehen zu dieser Insel da vorne. Die hier vorne einfach liegt. Das wäre nicht so verwehrend. Wir müssen nur geradeaus. Und dann, wer hat denn das denn gedreht? Nee. Das ist kein böser Hai. Nur hier vorne, ne? Genau. Nicht. Keine Experimente, nur hier vorne. Nur da vorne. Okay. Schön, dass das Ding da hängen bleibt. Wir hören uns. Tiger hier ist hier noch am Start. Ach so, wir schwimmen einfach mal durch das Fluss hindurch. Boah, das ist. Das ist so ein Wurstspiel, Alter. Himmel, du geh doch endlich an Bord hier. Kann mir mal einer erzählen, was sich das Spiel davon verspricht? So. Oder? Ab dafür. Und vor uns ist genau eine. Links. Was ist das denn? Oh, 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 oh. Wir sind gestrandet. Ja. Aha! Das Ding schwimmt einfach davon. Bleib hier, Floß. Ja, ja. Kannst du mich machen. Was ist das für eine dynamische Einstellung hier, hätte ich mal gedacht. So. Insel, wo war? Wir wollten geradeaus Insel, genau, geradeaus Insel. Steine für einen Anker. Und dann geradeaus einfach wieder zurück. Gar nicht großartig Hickhack machen hin und her und so. Hä? Moment, warum treiben wir ab? Wieso treiben wir ab? Ah, wird schon. Ah, wird schon. Wobei, man hätte mal diese Insel begutachten können. Lass mal darüber fahren. Guck mal, jetzt lässt er sich gut navigieren. Was war das in der letzten Folge? Oder liegt es wahrscheinlich daran? Ich weiß nicht, wann das liegen könnte. Keine Ahnung. Das ist Marlin. Ernsthaft, wird uns wirklich ein Marlin angreifen? Na, das glaube ich doch wohl nicht, ne? Da entlang. Marlin, das wäre richtig cool. Den kann man bestimmt angeln. Dafür ist er bestimmt gedacht. Mann, wir wollen nach links. Bitte, Boot, spiel mit. Lass uns nach links fahren einfach. Was ist das für ein Ruder? Das Ding funktioniert nicht. Sind wir gleich wieder zurück an unsere Insel hier. Oh. Fahr jetzt nach links. Da wollen wir hin. Muss ich irgendwie einen Zauberspruch aufsagen, damit du nach links fährst? Wir wollen nach links. Nach links. Kann ich an dem Ding irgendwie drehen oder was? Am Segel drehen? Dass wir vielleicht einen besseren Wind kriegen oder was? Ich weiß das nicht.
Nach links! Nach links! Ich will doch da hinten zu dieser Insel hin. Wir fahren jetzt einfach dreimal nach rechts und dann haben wir es. Wow, Alter, was für ein Freeze. Guck mal, da geht er sofort hin. Da zieht er sofort hin. Also, merk dir eins, wenn du zur linken Insel möchtest, musst du immer nach rechts biegen. Abbiegen. Wenn dir das. So. 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 Das ist ein Huhn. Ich glaube, dass wir hier drei Segel haben, das ist, glaube ich, echt unnütz. Aber dass das Ding nicht nach links sieht, also das ist echt... Kann man sich nicht vorstellen. Sieht groß aus, die Insel da vorne, ne? Aber jetzt dürfen wir sowieso gleich eine Pause machen. Damit wir die Nacht abwarten. Ich denke, ich werde mir gleich mal meinen Dosensnack reinziehen. Was mich alles tut für einen Anker, wa? Wow, die Insel ist geil hier. Lass uns das mal begutachten. Gut, ich glaube, das Ding ist fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwo weg... Dings sind. Mein... Total authentischer. Wo war denn die Schlange, bitte? Ich war von meinen wunderschönen authentischen Schatten abgelenkt. Ich lief doch gerade. Ich lief auf irgendwas zu. Okay. Lass uns einmal um die Insel herumlaufen. So, alles mal im Blick haben. Hier sind auch ein paar Planken, die können wir wunderbar mitnehmen. Stein. Achso, ich dachte, hier wäre so ein Unterschlupf gewesen. Schade, es wird jetzt nachts. Also, folgendes, ich werde jetzt mal ganz kurz wieder von meinen Dings was essen. Das Zeichen, dass es mir wieder wunderbar geht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Schlange war. Ich sehe nicht mehr. So. Hier lassen wir es erstmal liegen. Steine nehmen wir so mit, genau. Wir hatten die Steine hier auch eingepackt. So.